Gut. Hallo Leute, willkommen bei Netz aufgeben. Was sonst? Ich habe die Kamera wieder ein bisschen schärfer gestellt. Danke für den Tipp. Ich konnte tatsächlich die Linse wieder ein bisschen schärfer stellen. Prost. Nein, wieder bei Löwenzahn. Ich erzähle euch einfach mal irgendwas von heute, weil ich muss die Zeit schänden. Tja, heute hatte ich Schule gehabt. War ganz lustig gewesen. Vipo-Tag. 8 Stunden lang Vipo oder so gehabt. War ja gut, was will man machen? Ich dachte, ist die Tür wieder auf, ich höre schon wieder Stimmen. Nein, ich bin nicht schizophren. Das war auch in die Kommentare geschrieben. Ja, gut, Schule ist Schule. Arbeit ist Arbeit, Freizeit ist Freizeit. Alpin ist Alpin. Und wir wollen jetzt hier weitermachen. Es bleibt uns ja noch eine Auswahlmöglichkeit, wir erinnern uns. Letztes Mal haben wir gelernt, wie Maulwürfe graben, wie ein Maulwurf nackt zur Welt kommt, wie er geworfen wird und was Zombie-Maulwürfe sind. Jetzt ist es an der Zeit, uns mit einem neuen Thema zu befassen. Und das wäre, wie der Peter Lustig hier gerade so denkt, so ein komisches, ja, hier ist so ein Loch. Ist es hier auf ein Spiel? Das sieht mir eher aus wie ein Spiel, aber vielleicht ist es auch ein, ja, vielleicht ist es auch ein Video. Wir werden es uns angucken. Wir hoffen mal, dass es gut geht. Hilf doch mal dem Maulwurf. Wir sollen ihm helfen. Alles klar. Siehst du den armen Maulwurf da unten? Er möchte ganz schnell zum Loch Nummer 3, aber er kommt nicht durch. Hilfst du ihm? Du kannst die Quadrate auf dem Schirm verdrehen und so den Weg freimachen. Viel Spaß. Alles klar, gut. 1, 3, 8, was zur fuck, was? Also er ist doch nur noch draußen, oder was? Ja, hier, bitteschön. Das Spiel ist zu schwer. Nein, wir machen weiter. Okay, das muss ich nachdenken. Also er will nach draußen. Gut, dann geh hier lang. So, ach du Scheiße. Habe ich nur eine bestimmte Zeit? Nee, anscheinend habe ich Zeit, habe ich unendlich. Zu welchem Loch soll er denn? Ich habe doch gar keine Ahnung. Hier, das ist falsch. Das geht gar nicht. Hier, okay, da muss er anscheinend... Oh, ja, okay, das sieht gut aus. Und dann so? Dann so? Ah, gleich habe ich's. Jetzt irgendwie so, nee, das fast. Ah, da, so. So, und dann hier, dann drehen wir das. Und dann. Ja. Oh Gott, brauche ich lange dafür. Wir haben es geschafft! Geil! Voll das coole Maulwurfspiel. Und jetzt, toll. Und jetzt? Nochmal. Ich werde nochmal spielen. Speedrun. Nein, ich kann das nicht. Muss immer ultra schnell sein. Speed, also es gibt nicht Leute, die sind da drin bestimmt wieder Pro-Gamer. Und die ist, Alter, das ist eine neue Karte, oder? Ich weiß es nicht. Ey, die kommt mir voll anders vor. Na gut. Okay, dann so, dann so, dann so. Oh, Speedrun wird nichts. Ich will mir nur die Zeit verplempern. So. Also, ich sollte echt mal aufhören, bei Mr. Mör die Videos zu gucken. Hast du wieder geschafft? Nein. Wir sollten aufhören, das bei Mr. Mör zu gucken. Weil... Ich sehe die abgeklopptesten Sachen bei ihm. Das ist nicht gut. So, tschüss wieder lustig aus dem Maulwurfbereich. Wir haben den Maulwurfbereich hiermit abgeschlossen. Es gibt bestimmt noch irgendwas anderes auf dieser CD-ROM zu der... CD-ROM sage ich jetzt auch schon in dieser Welt von Löwenzahn einzudecken. Hoffe ich doch. Gut. Juhu, ein Abenteuer. Halt die Fresse. Wo könnten wir denn hingehen? Das frage ich mich jetzt gerade. Also was, ich will ja am liebsten den ganzen Raum jetzt erstmal abdecken. Gehen wir doch mal hier hin. Was ist das hier? Honig. Löwenzahnhonig. Du brauchst dazu 20 Gramm gelbe Blütenblätter. Es darf kein Grün dabei sein. Ein halbes Glas Wasser und 100 Gramm braunen Zucker. Ey, mach das mal. Okay. Koche die Blätter 6 Minuten ungefähr in dem halben Glas Wasser und dann gieß die Mischung durch ein Sieb. Gut auspressen. Aber jetzt das Blütenwasser nicht weggießen. Warum nicht? Koche es jetzt mit dem Zucker... Ungefähr eine Viertelstunde lang. Gut umrühren, bis es eine dickflüssige Masse geworden ist. Fertig ist der Löwenzahnhonig. Geil! Den Honig cool. Könnt ihr jetzt in ein sauberes Marmeladenglas schütten. In sauberes. Und jetzt dazu frische Brötchen und Butter. Jetzt alle 1, 2, 3. Jetzt alle eine Videoantwort schicken, wo ihr alle macht. Also 1, 2, 3 und dann macht ihr am besten mit Peter Lustig zusammen. Und wenn ihr es nicht mit Peter Lustig zusammen macht, dann macht einfach Okay, wahrscheinlich ist jemand echt zu verrückt und macht davon eine Videoantwort. Okay, egal. Schauen wir doch mal, was wir noch so finden. Löwenzahn-Café. Mal sehen, was uns der Peter Lustig dazu sagen will. Oh, das ist richtig gute Zeitverschwendung. Ich merke das gerade. Löwenzahn-Café.
Du brauchst dazu einfach alles Löwenzahn. Die Wurzeln von einigen ganz verblühten Löwenzahnpflanzen. Verblühten? Was heißt denn das? Grabe die Wurzeln vorsichtig aus und mach sie ganz sauber. Dann schneid sie in Scheiben und trockne sie im Backofen. Wenn die Stückchen wieder ganz kalt sind, wer macht so einen Scheiß? Zum Beispiel in Omas alter Kaffeemühle. Ein Teelöffel Kaffeemehl mit einer Tasse kochendem Wasser überbrühen. Nach 5 Minuten durch ein Sieb gießen. Welches Kind macht sowas, das wollt ihr? Zucker oder Honig abrunden. Das ist ein leckeres und gesundes Getränk. Also, warum ist es denn lecker und gesund? Die sagen einfach, dass es lecker ist. Ich hab noch nie mal ansatzweise von sowas gehört. Was? Das ist wieder völlig. Ja, genau, ausdrucken ist richtig. Was gibt's hier denn noch? Pommes-Tritz. Also, Leute, wer von euch hat noch nie Pommes gegessen? Wer von euch kennt nicht Pommes? Wer von euch kennt jetzt ehrlich? Wer kennt nicht Pommes? Das ist. Hört doch zu. Pommes Fritz. Du brauchst dazu 1 Kilo festkochende Kartoffeln. Was? 1 Liter Öl. Geschmacksneutral. Also Sonnenblumenöl zum Beispiel. Oh. Ein bisschen Salz. Und natürlich Ketchup. Oder Mayonnaise. Oder beides. Wenn die Kartoffeln werden zuerst geschält, dann in Scheiben und zuletzt in Stäbchen geschnitten. Erstmal beiseite legen. Das Öl in einem hohen Topf erhitzen. Die Temperatur stimmt, wenn an einem hölzernen Kochlöffelstiel im Öl Bläschen hochsteigen. Also wenn ihr euch, also da nicht ranfassen, sonst verbrennt ihr euch. Das sagen sie nur nicht, die wollen, dass ihr euch Schmerzen zufügt. Öl geben und frittieren, bis sie goldbraun sind. Das dauert nur 3 Minuten. Das würde lieber goldgelb sagen. Abtropfen lassen, salzen und essen. Und essen, auskotzen. Sind sie gleich alle und du musst mehr machen. Aber seid vorsichtig mit dem heißen Öl. Da kann man sich sehr verbrennen. Weißt du, die meisten Kinder lesen es nur bis 4 und ihnen ist scheißegal, ob sie sich da verbrennen können. Da kommt die Mutter nach Hause, so da sieht sie nur, wie alles anfängt zu brennen, weil die Kinder alles in den Arsch gemacht haben, weil sie mit dem Öl gespielt haben, haben alles angezündet. Ja, wir machen Pommes. Keul. Okay, egal. Weiter geht's. Was gibt's noch? Wildkräutersalat. Was brauchen wir denn dazu, Herr Peter Lustig? Wildkräutersalat. Hab ich gesagt. Du brauchst dazu einen Kopfsalat. Je eine Handvoll junge Löwenzahnblätter. So eine Hand. Junge Sauerampferblätter. Was ist Sauerampfer? Und ein paar Blüten von Gänseblümchen oder Kapuzinerkresse. Was ist das? Öl, Zitronensaft, Salz und Zucker. Salz und Zucker, okay, das kenne ich. Nur ganz junge Blätter. Und pflücke nur in ungespritzten Wiesen und nicht zu dicht an Straßen, wegen der Abgase. Ach, danke. Zerpflücke den Kopf. Natürlich, die meisten Leute wohnen an Straßen, aber das bemerkt ja keiner. Und schleudere den Salat trocken. Wenn ihr keine Salatschleuder habt, geht das gut mit einem sauberen Geschirrhandtuch. Was denken Sie sich? Jetzt rührst du aus 3 Esslöffeln Öl und 1 Esslöffel Zitronensaft, etwas Salz und einer Prise Zucker eine Salatsoße. Die gibst du jetzt über den Salat und dekorierst das Ganze mit ein paar Blüten. Die gehen also tatsächlich davon aus, dass die Kinder irgendwo nach sonst wo gehen und sich ganz weit weg von den Straßen, jetzt stell dir mal vor, ein Kind aus Hamburg, irgendwie aus Hamburg, also vielleicht kommt ihr aus Hamburg oder aus der Nähe oder keine Ahnung. Die wohnen dort mitten in der Stadt, haben noch nie eine Kuh gesehen, denken, dass die Kühe lila sind, wegen der lila Kuh aus Milka. Und das ist, wo sollen die das denn herbekommen? Die nehmen sich das nächstbeste, was im Dreck rumliegt und dann machen sie das halt so, hey, wie macht das jetzt sauber? Abgase, scheiß drauf, alles ist kacke, ich krieg das Kotze aus Salz. Wow, diese Leute haben echt, wow, ich habe echt Respekt vor denen. Und natürlich weiß auch jedes Kind, was Sauerampferblätter sind. Ja klar, was sind Sauerampferblätter? Wikipedia-Eintrag bitte hier reinkopieren. Gut, nimm nur ganze junge Blätter. Die wissen doch gar nicht, was sie sich darunter vorstellen sollen. Also, wirklich, nee, scheiße. Dieses Kochbuch gehört verboten. Bin ich ganz klar für. Warum ist dieses Buch so verdammt groß? Hier an den Kanten, da wo meine Maus ist. Da ist es doch so verdammt groß. Und irgendwie haben wir nur 1, 2, 3, 4, 5? Das geht doch in die andere Richtung. Es geht doch in die andere Richtung. Fickt euch. Leute, in die Richtung werden wir einfach anderes Mal gehen. Ich guck nochmal, ob ich irgendwas... Gut, Holz! Holz. Gut, Holz! Ja, Holz. Dieses Auto ist aus Holz. Naja, nun sind ja die meisten Autos nicht aus Holz, aber sehr viele andere Dinge. Seht euch mal um, da wo ihr sitzt, vor dem Computer. Seht ihr 10 Sachen, die aus Holz sind?
Bestimmt. Dann merkt ihr mal, wo überall Holz sitzt. Ja. So ein Auto könnt ihr selber bauen. Sucht's doch mal im Bauwagen. Klickt's an, lasst euch den Bauplan ausdrucken und dann geht's los. Tschüss. Die lachen so geil. Okay, da hat er wieder seine komische Fresse. Und wir dürfen uns nachher interessante Sachen zum Holz ansehen. Das Geile ist, glaube ich, der Mr. Möhr ist, glaube ich, gerade an derselben Stelle. Ich bitte euch auch darum, sucht euch doch auch mal Sachen, die irgendwo, ja, Holz sind. Sagt mal Sachen, die aus Holz sind. Bis zum nächsten Mal bei Let's Aufgeben. Und das Aufgeben ist noch weit entfernt bei mir. So leicht gebe ich nicht auf. Nicht gegen Mr. Möhr. Ich hasse dich. Bis zum nächsten Mal.